Ihnen hier vorstelle, ist eine von zwei Sitzstudien, die wir auf der IAA zeigen werden. Diese Sitzstudie ist zum Thema Premium-Sitz erdacht worden. Eine Studie, die verschiedenste Technologien, Innovationen beinhaltet, sowohl funktionell als auch eben im Material. Wenn wir mal auf den Sitz gehen, auf den Sitz schwenken, wir haben zum Beispiel hier ein Interface, welches verschiedene Funktionen im Sitz steuern kann. Ich kann zum Beispiel mal zeigen das Thema Headrest. Wenn man hier auf die Kopfstütze zeigt, was man hier dann auch sehr schön sieht, ist das Thema direkte Belüftung, also oder Beheizung auch im Nackenbereich. Wir haben das Thema vom Material her. Galuscha ist ein Material, was aus der Tierwelt kommt. Genauer gesagt, das ist Rochenleder. Als dekoratives Element im Premium-Bereich noch sehr ungewöhnlich, noch nicht eingesetzt. Auch hier ein innovatives Thema. Wenn man weiter runter geht im Sitzbereich, wir setzen hier Textilien ein, die eigentlich aus dem Hightech-Sportbereich kommen. Wir haben dann auch noch das Thema Passpull integriert, wodurch wir schöne Dekorelemente in der Rückenlehne haben, also auch in den Seitenelementen. Parallel dazu sieht man auch das Thema platzierte Perforation. Eben auch ein Dekorelement, was sehr zunehmend gefragt ist, vor allem bei deutschen OEMs. Wenn man weiter nach unten geht im Sitzbereich, haben wir die Sitzrückenlehne integriert mit der Sitzschale und dem Sitzkissen. Auch das ist eher ungewöhnlich für dieses Segment. Dann gehen wir weiter nach vorne. Hier tauchen dann nochmal Elemente auf, die wir oben auch im Sitzlehnenbereich schon gezeigt haben. Auch das Thema direkte Belüftung, sodass wir einen Luftkreislauf um die sitzende Person erzeugen können. Wenn wir dann mal herumgehen um den Sitz, sehen wir auch, dass wir im Sitzrückenbereich einige Innovationen integriert haben, wie zum Beispiel ein Bildschirm für den Fondpassagier, wo wir entweder Informationen auch für den Fondpassagier zum Thema Fahrziel, Fahrgeschwindigkeit abrufen können, anzeigen können, aber eben natürlich auch Filme, Videos und so weiter. Dann haben wir im unteren Bereich hier das Thema indirekte Beleuchtung, ambiente Beleuchtung. Ein Thema, was im Premium-Segment, vor allem im Bereich Etappe-Türen momentan sehr stark gefragt ist. Aber ich denke, das wird sich auch erweitern in Zukunft. Auch hier eine Belüftung für den Fondpassagier und als innovatives, dekoratives Thema eine Echtholzblende, die so im Sitzbereich bis jetzt noch nicht gezeigt worden ist, die aber bei uns im Haus wäre eine mögliche Serienapplikation. Das heißt, sie ist validiert für die Serie.